Auf geht's! Saisonhighlight! Saisonhighlight! Geh dich an! Geh dich an! Hau den Steiler weg! Schaffst es! Vereinsmannschaften. Ja, die Vereinsmannschaften bedeuten für mich sehr, sehr viel. Einfach aus dem Grund, dass alle meine Mannschaftskameraden jetzt im Hause sind und wir untereinander natürlich die Nummer 1 ausspielen. Ist ja klar. Und was würdest du machen, wenn du jetzt heute überraschenderweise wirklich Vereinsmeister wirst? Tja. Die Frage habe ich mir noch gar nicht gestellt. Aber was wäre das? Ich glaube, dann würde ich erstmal umfallen und mich riesig freuen. Vielleicht noch eine Kampfansage in die Kamera an die anderen. Auch eine Frau ist stark. mit dem Vorgabensystem, das kennt ihr ja alle, maximal 4 Punkte. Ansonsten, Preise haben wir wie immer, Essen gibt es Fleischkäse nachher und die Muselmanen was anderes. Ich bin dann auch Muselmann. Nachher, den muss ich noch fertig machen, einen kleinen Film. Ich bin konvertiert. Ihr hört ihm jetzt zu, oder was? Ich bin in der Schule. Ich bin Hauptschüler. Ja, Hauptschüler. Das stimmt ja. Was wünscht ihr jetzt für den Gegner als nächstes und warum? Das ist mir eigentlich ziemlich egal. Ja. Kann kommen, wer will. Und vielleicht lässt du auch noch eine Kampfansage an deine Gegner in die Kamera rein. Ich mach das heute. Ich krieg das heute. Das ist mein Ding heute. Ja. Das ist mein Pokal. Den nehme ich heute mal mit nach Hause. Also ich habe leider Gottes das Turnier nur einmal gewonnen, deswegen bereite ich mich auch immer im Laufe des Jahres eigentlich ganz punktuell auf die Vereinsmeisterschaften vor. Also das ist mein großes Ziel. Die Liga interessiert mich eigentlich gar nicht. Ja gut, wenn ich gewinne, habe ich schon vor angekündigt, erstmal hier ein richtig einen trinken und danach geht es FKK World, ganz normal wie immer, wenn ich gewinne. Jungs, heute müsst ihr an mir vorbei.